Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Widder, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für Juli 2024. Für alle, die den Widder als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wie ihr seht, gibt's auch hier eine neue Legevariante für euch. Und zwar habe ich immer wieder Rückmeldungen bekommen, dass es bei mir ja nur um die Liebe gehen würde. Weshalb ich mich jetzt mal entschieden habe, ich gebe euch mal eine andere Variante rein, wo wir eine Gruppe für die Liebe schauen, eine Gruppe für den Beruf und eine Gruppe für den spirituellen Hinweis, der für euch in diesem Monat wichtig ist. Schreibt mir gerne im Anschluss in die Kommentare, welche Legevariante euch besser gefällt. Und ja, Wilma ist natürlich am Start und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel, dem Mystical-Tarot, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch mit dazu. So, wie immer, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. So, ein Schluck Kaffee, cheers meine Lieben und dann geht's los. So, ich mische erstmal für die einzelnen Themenaspekte für die Widder und dann gehe ich für euch in die Deutung und sag euch, was da so im Feld ist. Was haben wir denn für die Widder im Bereich Liebe, Beziehungen, Verbindungen, Freundschaft? Was haben wir da? So, welche Energie ist für das berufliche Berufungsthema im Feld? Aha. So, und was ist der spirituelle Hinweis? Oh, da haben wir, das sind zu viele. So, spiritueller Hinweis für die Widder. So, gut. Also, dann ergänzen wir gleich mit dem Lenormand und schauen mal, was hier das Lenormand mit 3 bis 4 Karten zum jeweiligen Bereich ergänzen möchte. Was haben wir denn für Liebe, Verbindungen, Freundschaften, Familie? Was ergänzt das Lenormand? 1, 2, 3, 4. Gut, was haben wir im beruflichen Bereich? Beruflich, Berufung, was ergänzt hier das Lenormand? Eine würde ich noch nehmen. Dankeschön. Gut, so, jetzt schauen wir noch spirituell. Was ergänzt hier das Lenormand? Eine haben wir. 2. Der Frosch im Hals ist auch schon da. 3. Und 4. Okay, so, schauen wir mal, liebe Widder, was wir hier für euch haben. In der Liebe geht es für euch um wertschätzende Verbindungen auf Augenhöhe. Die 2 der Kelche ist ein Hinweis, dass es hier auch um Seelenpartnerschaften gehen kann. Das ist ja nicht immer nur liebestechnisch, sondern auch ein guter Freund oder ein Familienmitglied kann seelentechnisch mit euch eng verbunden sein. Und das Hauptthema im Juli für euch ist hier wirklich die Verbindungen auf Augenhöhe zu bringen. Ja? Vielleicht gab es da in der letzten Zeit ein Ungleichgewicht und hier gilt es wirklich, Wertschätzung und Augenhöhe wiederherzustellen. Wir sehen, dass hier im seelischen Bereich einiges bei euch durchfegt mit den Ruten und den Fischen. Es kann auch wirklich sein, dass es hier in Liebes- oder freundschaftlichen Verbindungen Stress ums Thema Geld gab, ja, dass es da Diskussionen gab finanziell,
dass sich hier vielleicht ein Ungleichgewicht befindet, weil einer immer alles zahlt und der andere sich mehr oder weniger bedienen lässt. Auch das kann hier möglich sein. Es gilt hier auf jeden Fall ein bisschen aufzuräumen, um den Flow wiederherzustellen, ja, damit du die zwei der Kelche hier liebestechnisch oder auf Verbindungsebene, freundschaftlich, wie auch immer, hier wiederherstellen kannst. Und da stehen Gespräche an. Ja, also das können auch wirklich Diskussionen sein, die schon länger bei euch laufen. Und hier gilt es jetzt wirklich dran zu bleiben, damit diese Energie auf Augenhöhe erreicht werden kann. Wir haben noch das Buch und die Störche hier liegen. Und das ist für mich ein Hinweis, dass es hier jemanden bei euch gibt, der vielleicht etwas vor euch verbirgt oder euch noch nicht gesagt hat, der irgendwie so ein Geheimnis hat oder ein Problem, über das er vielleicht nicht reden möchte. Und wenn diese Öffnung hier stattfindet, ja, dass ihr hier dieses Wissen erlangt, worum der andere hier rumknödelt. Also nehmen wir an, jemand aus eurem privaten Umfeld leiht sich ständig Geld von euch. Ja, und ihr gebt es, aber irgendwie gibt er nie eine Begründung oder er gibt euch auch nichts zurück. Das macht natürlich Stress, da kommt auch das Gebiet der Augenhöhe dann aus dem Gefüge. Und das führt natürlich zu Diskussionen, ne? Weil ihr sagt, ja, wann gibst du mir denn was wieder? Und irgendwie, oder du erklärst mir nicht, warum du das Geld benötigst. Ja, und hier gibt es vielleicht wirklich ein Geheimnis, welches euch im Juli mitgeteilt oder eröffnet wird, was ans Licht kommt. Ja, und das wird dann hier eine positive Veränderung bringen, dass hier auch die Augenhöhe wiederhergestellt werden kann. Okay, das war mal der Herzbereich. Schauen wir mal auf den Anker. Berufung, beruflich. Wir sehen hier die Energie der fünf der Stäbe. Auch hier sehen wir eine Energie, liebe Widder. Da geht's um, ja, Konkurrenzkämpfe, Tauziehen, viele Diskussionen. Das ist eine eher feurige Energie. Da ist Dampf im Kessel, sage ich mal. Die fünfte Stäbe sagt hier wirklich, dass vielleicht geht's hier auch wirklich um einen Karrieresprung, wo mehrere in eurer Abteilung oder wo du eben mit anderen in Konkurrenz stehst. Und hier gibt's ganz schön Gerangel. Ja, wer ist klüger, schneller, höher, weiter? Das ist eine sehr, sehr, Wettbewerbsenergie eben. Ne? Und die kann einfach auch Kraft kosten. Wir sehen, dass hier etwas mit den Mäusen und dem Turm, dass hier etwas wirklich an euch nagt. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es vielleicht so ist, dass bei euch ein Vorgesetzter in Ruhestand oder gegangen ist oder gewechselt hat, ja. Also, weil der Turm steht eben auch für Autoritäten, für Behörden, für Vorgesetzte kann der stehen. Und vielleicht ist hier wirklich jemand aus dem Unternehmen ausgeschieden. Und jetzt ist hier sind die Nerven ziemlich angespannt. Wie geht's hier weiter? Eine andere Option ist, dass dieser ganze Konkurrenzkampf an euch wirklich nagt. Und dass ihr euch deshalb so ein bisschen zurückgezogen habt in euch selbst. Ihr haltet hier vielleicht auch mit eurer Meinung hinterm Berg. Ja, ihr schottet euch von diesem Konkurrenzkampf so ein Stück weit ab, weil das einfach an euren Nerven zehrt. Ja, so könnte hier die Situation für euch sein. Wir sehen hier aber, dass hier mit dem Kind und dem Reiter Bewegung in die Sache kommt. Und das sind positive Karten. Ja, das Kind sagt, hier wird in kleinen Schritten etwas Neues geschaffen. Ja, und das führt wirklich zu einer Vorwärtsbewegung. Der Reiter steht immer auch für Nachrichten. Ja, mit dem Regenbogen sind es lichtvolle Nachrichten. Also hier geht's voran. Hier kommen Informationen auch für euch zum Tragen, die hier eine Vorwärtsbewegung ermöglichen und die auch einen Neuanfang ermöglichen. Das kann jetzt im Beruflichen wirklich sein, okay, du solltest dich hier nicht abschotten, sondern vielleicht wirklich so in kleinen Schritten immer wieder Impulse setzen, wie man denn diesen Konkurrenzkampf hier beenden kann. Und das kann dann zu einer Veränderung führen.
ganz andere Thematik wäre, ja, okay, du siehst hier, also du musst dich aus dieser Mobbing-Energie vielleicht auch wirklich zurückziehen und du solltest hier vielleicht Bewerbungen schreiben. Ja? Mit dem Kind und dem Reiter halte die Augen offen nach einer neuen Option. Auch das kann hier durchaus ein Aspekt sein. Spirituell sehen wir, ja, mit den Sternen, dass ihr hier mit den drei der Schwertern, dass ihr hier ziemlich nochmal mit alten Wunden zu kämpfen habt. Es ist spirituell so ein Aspekt, die drei der Schwerter ist eigentlich Herzeleid, ist Liebeskummer, aber ich nehme das so wahr, dass die euch hier sagen will nochmal, ja, es gibt hier wirklich, also im persönlichen Bereich gibt es vielleicht Stress wegen Geld oder weil hier etwas nicht offen angesprochen wird, ja, weil es hier irgendein Geheimnis gibt und ihr spürt das aber, ja, und bohrt hier auch immer wieder nach und sagt, hey, was ist denn bei dir los, ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, du bist nicht so offen, wie du früher warst oder du leihst dir ständig Geld von mir. Sprich doch mit mir, was denn das Problem ist, wie wir das gemeinsam lösen können. Ja, und das schmerzt euch auch. Also das ist, ne, der persönliche Bereich schmerzt euch auch, dieser Konkurrenzkampf in der Arbeit. Das scheint euch wirklich zu schmerzen. Und das ist wirklich so, wo, ja, das könnt ihr vielleicht zu Beginn des Julis noch gar nicht so greifen, worum es hier wirklich geht. Ja, weil wir sehen eben, hier liegt ein Geheimnis im persönlichen Bereich. Wir sehen mit dem Turm, hier ist etwas abgeschieden, ob du das bist, der sich in den Turm zurückgezogen hat, oder ob das ein Kollege ist oder ein Vorgesetzter, der hier hinterm Berg hält. Wir sehen aber auf jeden Fall, es nagt an euch und das macht euch Herzeleid. Und wir sehen die spirituelle Aufgabe, ja, mit den drei der Schwertern, weil es euch schmerzt, entscheidet euch für das Handeln. Also, das kann jetzt wirklich, wir haben hier den Herr und die Wege. Es kann für einige von euch wirklich der Hinweis sein, dass ihr von eurem Gegenüber, ob jetzt beruflich oder privat, irgendwann an den Punkt kommt, wo ihr sagt, so, und ich will jetzt ein klares Ja oder Nein von dir. Ja, entweder oder. Das ist so diese Energie. Es kann wirklich sein, dass ihr von einem Gegenüber im persönlichen oder beruflichen Bereich eine Entscheidung verlangt. Es kann aber auch sein, liebe Widder, weil es ist ja eure Legung, dass ihr gefordert seid, euch aktiv zu entscheiden mit den Wegen und dem Herrn. Dass es an euch ist, diese Entscheidung hier zu treffen und dass ihr mit der Sense und den Würfeln aufhört, rumzuspielen. Ja, mit der Sense kommt ein plötzliches Ereignis, wo diese spielerische Energie, ne, die Würfel stehen ja zum einen für das Spiel des Lebens, es steht auch für die Leichtigkeit. Es kann aber auch ein Hinweis sein, dass hier Spielchen gespielt werden. Und wenn euch das wirklich schmerzt, dann kann es hier wirklich sein, dass ihr im Juli tendenziell an den Punkt kommt, wo ihr sagt, so, und jetzt ist Schluss mit den Spielchen. Ich habe hier keine Lust mehr. Ich beende jetzt diese Spielchen, ja, und das kann dann hier wirklich sein, ihr schaut euch nach einem neuen Job um, beruflich, ja, ihr verändert euch hier beruflich. Oder dass ihr hier sagt, okay, entweder wir arbeiten hier jetzt fließend zusammen und du sprichst mit mir über das, was du von mir verbirgst mit dem Buch, ja, ansonsten bin ich raus. Dann gibt es eben auch keine Unterstützung mehr. Wir sehen, der Juli ist bei euch geprägt mit der verdeckten Energie, die Zwei der Stäbe und die Masken. Ihr könnt euch nicht entscheiden, weil hier Dinge maskiert sind. Und es ist ganz klar, wenn ihr eure Welt wieder in Händen halten wollt, dann müssen die Masken abgelegt werden. Ja, da sehen wir nämlich drunter, das bringt euch dann Klarheit, Erfolg und Anerkennung mit dem Stern. Und das bringt euch auch wieder mit dem Hund Loyalität und Treue und Verbundenheit. Also es ist schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl, eure Aufgabe hier nicht hinterm Berg zu halten, euch nicht zurückzuhalten, nicht weiterhin eine Maske zu tragen, damit es hier irgendwer im beruflichen oder privaten Bereich bequem hat. Denn wir sehen, liebe Widder, es schmerzt euch. Ja, wenn du hier in Resonanz bist, dann kann es hier wirklich deine Aufgabe sein, hier die Spielchen zu beenden. So, jetzt schauen wir noch, meine lieben Widder, welches Krafttier euch begleitet.
Welches Krafttier begleitet die Widder im Juli? Welches Krafttier begleitet die Widder im Juli? Ups, das geht tief, meine Lieben. Schauen wir mal. Der Lachs. Verjüngung. Du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Erfolg und neue erfüllende Aufgaben kündigen sich an. Ja, also das ist speziell diese Kartenkombination, die wir hier sehen. Ja, das Kind und der Reiter. Hier kommt Bewegung rein. Hier kommt auch eine Art Neuanfang im beruflichen Bereich rein. Ja, aber hier geht es auch darum, zukunftsweisend zu kommunizieren und nicht immer in diesen Konkurrenzkampf oder in diesen Endlosdiskussionen sich zu verlieren. Ich sehe allgemein für den Juli, liebe Widder, bei euch viel Diskussionspotenzial, ja, hier finanziell oder weil es seelisch nicht offen kommuniziert wird, im persönlichen Bereich, hier mit dem Thema des Konkurrenzkampfs. Und wir sehen, dass diese Kombination, ja, weil es beruflich und privat viel Diskussionspotenzial zu geben scheint, dass euch das schon ein Stück weit schmerzt. Und das ist hier an euch wieder, eure Welt, die Zügel in die Hand zu nehmen, euch hier zu entscheiden, nicht zwischen so einen Eiertanz zu machen und hier wirklich zu demaskieren und zu sagen, okay, und jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn hier Sache? Ja, gut, dann schauen wir mal, welche Rune begleitet die Widder im Juli. Die Sovelo. Ja, die Sovelo, die Sonne. Hier geht es darum, Dinge ans Licht zu bringen. Ja, das steht für ein Stück weit Erleuchtung auch. Hier geht es um Geborgenheit, um Wärme, um Lebenskraft. Ihr dürft euer Licht wieder strahlen lassen. Und hier kommen auch Dinge ans Licht. Ja, das kann beruflich hier angezeigt sein. Wir sehen das hier mit dem Buch. Ja, dass hier vielleicht im persönlichen Bereich auch etwas ans Licht kommt. Und die Sovelo ist aber auch das Zeichen für den Sieg. Also lass dein Licht strahlen, ja, halt nicht hinterm Berg und lass hier weiter Spielchen mit dir spielen, lieber Widder, sondern strahle, sei offen und ehrlich, sprich die Dinge an, ja, blicke hinter die Masken, denn das wird dir Klarheit und Lebenskraft auch wieder geben. Ja, das Rumgeeiere entzieht dir Lebenskraft. So, liebe Widder, das war eure Monatslegung für den Juli. Ich freue mich wirklich über eure Feedbacks, wie euch diese Legevariante gefallen hat. Schreibt mir das gerne in die Kommis, damit wir dann sehen, wie wir im August weitermachen. Und ja, ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.